Hi Leute, mein Name ist Vincent Weiss und ich spiele jetzt Überall Unterbewertet. Das ist schwierig. Der erste Begriff ist Fleisch. Das ist, ich liebe Fleisch. Also von daher kann es nur unterbewertet sein. Fleisch ist nie überbewertet. Das nächste ist Kim Kardashian. Oh ja, das ist schwierig. Ich glaube überbewertet. Der ganze Hype so über so die ganzen Instagram-Stars und Blogger finde ich ein bisschen krass. Party ist mittlerweile bei mir auch überbewertet. Ich gehe lieber in so eine Bar und habe es ein bisschen ruhiger und trinke dann ein paar Bierchen mit Freunden. Freizeit ist unterbewertet, würde ich sagen. Also Freizeit ist schon was Schönes, was man hat und den Luxus sollte man sich auch öfter mal rausnehmen und das genießen, wenn man eine Freizeit hat. Berge. Uiuiui. Oh, das ist schwierig. Ich liebe Snowboardfahren, von daher ist es für mich super gut, aber ich bin eher so der Typ, der Strand und Meer liebt. Deswegen würde ich sagen, überbewertet. Fitnesscenter ist auch überbewertet. Es gibt auch so einen neuen Fitness-Hype, irgendwie so einen Fitness-Trend, den man irgendwie hat. Ich finde, man muss nicht unbedingt ins Fitnesscenter gehen und sich da irgendwie die neuesten Geräte reinziehen und die neuesten Machensachen, um fit zu bleiben, sondern ich brauche eigentlich nur meinen Körper, um zu laufen zu gehen, um schwimmen zu gehen, Sport zu machen. Bier ist unterbewertet. Also Bier ist das Getränk für mich, finde ich. Also ich liebe Bier. Ich habe eben gerade in der Schweiz Frühlingsbier probiert. Das war super lecker und von daher, Bier ist unterbewertet. Heimat ist auch unterbewertet. Ich komme vom Dorf und ich liebe es, auf dem Dorf aufgewachsen zu sein und will wieder aufs Dorf ziehen, will wieder meine alte Heimat, da ich es da liebe und von daher unterbewertet. Schlager ist überbewertet. Ich bin kein Schlager-Fan. Auch Politik. Politik, finde ich, ist unterbewertet. Also ich glaube, es beschäftigen sich viel zu wenig Leute mit der Politik. Und gerade so ein wichtiger Thema jetzt kurz vor den Wahlen auch, sollte man das nicht irgendwie so unterbewertet stehen lassen. Von daher unterbewertet. Und gleichzeitig für die Politik und gewählt.